Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Technik SMP Project RET. Wir haben heute mal wieder eine, nennen wir es mal Premiere. Wir haben einen neuen Mod dazu bekommen, Ars Magica in der Version 2. Und wir müssen zu unserer Ehrlichkeit gestehen, wir haben beide nicht viel Ahnung davon. Das macht uns aber auch nichts. Spielt auch keine Rolle. Wir machen das einfach mal. Wir haben quasi nur so grob gesehen, worum es geht. So, dann brauchen wir hier nochmal ein Item-Frame. Das wissen wir noch. Das steht auch auf der Webseite so schön drauf. Und dann werden wir das einfach mal mit euch erkunden. Einmal Leder. Und ne. Nein, ich brauche keine Werkbank. Ich muss mir mal langsam angewöhnen. So, ein paar Stickies. Insgesamt 8 Stück. Die 8 Stickies da drumherum, ein Leder in der Mitte und dann haben wir ein Item Frame. Dann haben wir ein paar Bücher einstecken. So, und du hast irgendwas in der Kiste irgendwoher gesammelt. Irgendwelche Eimer. Ja, da findet man diese. Bucket of Liquid Essence. Genau. Gut, dann nehmen wir die 4 mal mit. Und dann suchen wir uns mal ein Örtchen, ein stilles, wo wir uns da mal so ein Loch buddeln können. Was ist denn das eigentlich für ein Unkraut, was hier wächst? Das geht nicht von allein weg, weil da zu nah ein Baum in der Nähe ist. Deswegen muss ich das mal hier mit der Axt wegmachen. Währenddessen buddel ich hier schon mal ein Loch, stell mal das Zeugs dahin, häng da mal ein Item-Frame an und dann... Machen wir hier mal ein bisschen Platz im Inventar. Wobei das ja gar nicht so schlimm ist. Brauchen wir da tatsächlich 4 Eimer? Na, schauen wir mal. 1. Tools sind immer 2x2, also. Okay, der braucht aber tatsächlich 4 Eimer. Gut. So, der Pool ist leer. Und jetzt ein Buch rein. Und dann, guck mal. Hallo. Schöne Geschichte, das. Das funkelt aber. Oh, es blinkt. Nimm doch mal raus. Das Buch. Ach so, okay. Ich habe noch 2 Bücher in der Hand. Häng mal das Frame bitte wieder dran, dann kann ich mir noch so ein Buch machen. Ja, Buch. Und das funktioniert nochmal. Ist das nicht herrlich? Zauberei entdeckt. Und? Gleich kommt das zweite Buch raus. So. Jetzt ist die Frage, wer hier von wem abgeguckt hat. Ich weiß es nicht. You've unlocked the secrets of Arcane. Oh, ich gehe mal nach drinnen, bevor ich mir das angucke. Okay. So. Drin ist nämlich sicher. Ja, so. Auf jeden Fall sicherer wie draußen. So. Jetzt haben wir hier so ein Arcane-Kompendium. Das erinnert mich ein bisschen an Thaumcraft. Wobei ich mir nicht hundertprozentig sicher bin, wer zuerst damit da war. Ist auch egal. Wir haben hier ganz viele Guides und Bosses und Komponenten. Und wir machen hier einfach mal den Guide auf, schauen das Vorwort an. Begann als blablub. Ja, wer liest schon, sich schon Questtexte durch? Meteon. Meteon ist der Autor von dem Mod, das sollte man einfach wissen. So. The Ars Magica Up. Picking up this compendium has unlocked the arcane magics within you. Oh, ich hab, merkst du, ich habe arcane Dinge in mir. Es ist ein ganz komisches Gefühl. Nein, ist es nicht. Spell Components von your first spell. Das ist doch, okay. To make a spell, you will first need to create an Oculus and unlock at least one spell shape and one component. You start with 3 blue skill points to make this possible. Then craft a writable book and head over to your inscription table. Ach du Scheiße. The bottom gray section. So, da steht viel drin. Was brauchen wir denn alles? Also, to create an Oculus and unlock one spell, you start with 3. Okay. Need to create an Oculus. Oculus. Schauen wir mal bei den Items. Wie kriegen wir einen Blue Topaz? Blue Topaz habe ich ein bisschen was da, glaube ich. Oder?
Ich war unter Blocks ist der Oculus. Okay, Moment. Ich gucke mal, ob das, was ich da gesammelt hatte, Blue Oculus war. Blue Topaz. Blue Topaz, genau, meine ich ja. Ich hatte doch hier irgendwo was gesammelt. Hier in den Kisten nicht. Halt. Die müsste in der Kiste eigentlich drin sein. Die kennt unser System doch noch gar nicht. Crystal. Nein, das war's dann nicht. Kein Topaz. Topaz. Müssen wir jetzt erst noch einen Topaz suchen gehen. Lass mich doch mal ganz kurz gucken. Topaz. Ich hab noch keinen gefunden. Ich finde auch keinen bei uns. Ach hier, Topaz. Blue Topaz Block. Blue Topaz Ore. Ich würde sagen, da müssen wir irgendwo hin, wo wir noch nicht waren. Wobei, es müsste eigentlich gespawnt sein in der Welt hier. Das hat auch jetzt nicht so häufig. Meiner in letzter Zeit. Ja. Emerald, Lapis, bla bla bla. Mal schauen wir mal hier mal ein bisschen in dem Höhlensystem. Ein bisschen rum, was wir hier so in der Gegend haben. Hier, durch die Tür. Müssen wir uns mal auf die Suche begeben. Da hast du doch irgendwo ein Loch gebuddelt, wo man zu dem einen tollen... Da. Schauen wir doch mal. Na, was ist denn das hier? Kein schöner Abgang. Gut. Amber Bearing Stone habe ich zumindest schon mal gefunden. Ah, dann nehmen wir uns mal hier... Das scheint mir nämlich auch neu zu sein. Nehmen wir uns mal. Hallo? Bin ich mit Blindheit heute geschlagen? Wo ist denn? Da ist er. So. Okay, also das kann ich auch mit dem Handschuh dann abbauen. Spielt keine Rolle. Da ist nichts weiter. Weil eigentlich die Höhlen haben wir relativ gut abgegrast. Da dürfte nicht mehr ganz so viel rumhängen. Nein, hier nicht. Da ist nichts mehr. Bei mir war auch nichts. Also ich habe nur eine Kleinigkeit gefunden. Dann schauen wir mal. Aber da stand ja, warte mal. Relatively common gem. Okay, hier ist auch nichts. So, das sollte eigentlich häufig sein. Das Ding sollte eigentlich häufig vorkommen. Hattest du noch eine Mystcraft-Welt erstellt in den letzten Tagen nach dem Modpack-Update? Wir sind da alle doch, oder? Weiß ich nicht. Wo war jetzt hier der Ausgang? Ah, der Ausgang. Ach, hier. Das sind Schmetterlinge, das sind keine Blue Topaz. Hier. Irgendwo. Schauen wir mal da lang. Naja, ich würde sagen, wir suchen noch ein bisschen weiter. Jo. Kann sich ja nur noch um Stunden handeln. Jo. Wir werden hier schon noch was finden. Ganz sicher. Irgendwo bestimmt. Weil eigentlich, wie gesagt, durch die Retro-Generation hätte es eigentlich funktionieren sollen. Oh. Ore-Infused Stone. Nehmen wir doch gleich mal mit, wenn wir schon mal da sind. Ein Schmetterling. Hier? Nein. Hier? Nein. Ja, so ganz so häufig scheint das nicht zu sein. Stand da irgendwas von irgendeiner Höhe dabei? Nee, ne? Nehme ich nicht an. Nö. Okay. Das ist stinknormales Erz. Okay. Das sieht nicht gut aus, okay. Gut. Dann eben nicht. Hier nicht. Wo bin ich denn jetzt hier gelandet? Ach,
so weit weg schon wieder von unserem Häuschen. Ach, weißt du was? Komm, lass uns doch mal in eine von diesen tollen Müsecraft-Welten gehen, die wir eh frisch gebaut haben. Ich bin ja gerade noch tief irgendwo im Untergrund. Ich nehme mal unser Atlantis raus und steck's mal da rechts wieder in die Kiste rein. Da müssen wir uns bald wieder drum kümmern. So. Oil, Lava, Oil, Age. Age 14, 11, 10. Ich weiß nur nicht, ob da Höhlen drin sind oder nicht. Das weiß ich natürlich auch nicht. Ich nehme mal 4. 4. Age 4. Schauen wir doch mal im Age 4. Oh. Was ist denn das für eine Welt? Was hast du denn da gebastelt? Keine Ahnung. Die sieht aber komisch aus. Da ist irgendwie flüssiges Zeugs unter mir. Ich will da nicht reinsappen. Da hinten ist trocken. Was ist denn das? Sieht so nach flüssigem Eisen aus. Nein, das gefällt mir nicht. Age 4 gefällt mir nicht. Ach, das... Da habe ich den Magical Forest gefunden. Den Magical Forest in Age 4? Ja, ich nehme mal Age 5. Nehmen wir 5, schauen wir uns mal 5 an. Ja. Ich komme her und werde gleich angegriffen. Das ist aber nicht nett von euch, Kollegen. Hier, weg mit euch. Netherquarz. Und schon mal gleich wieder falsch abgebaut. Ich glaube, ich war hier noch nicht. Oh, ich brauche was zu essen. Essen. Hier. Ah, sieht aber auch nicht unbedingt danach aus, wie wenn man sich hier... Ja, jetzt sei doch mal ruhig hier. Ich will doch gerade was erzählen. Weg. So. Das sieht aber auch nicht nach einer Welt aus, wo ich sagen würde, ja, da könnte man was finden. So. Das wird schon langsam schwieriger. Age 5. Ja. Age 6. Gut, hier ist auch nichts. Age 6. Schauen wir mal da rein, was du da gebastelt hast. Age 6 ist nicht nett zu mir. Das ist ja alles Regenbogenfarben hier. Toll, Regenbogen. Um Gottes Willen. Was ist denn hier alles? Wo treibst du dich da rum? Age 6 in einer Müsecraft-Welt. Ganz viele Zombies unter mir. Wie sieht das Zeug überhaupt aus? Damit ich weiß, wonach ich suchen muss. Moment mal, ich gehe mir auf den Baum. Da ist ein bisschen ruhiger wieder unten. So. Blutopas Ohr sieht so ähnlich aus wie das Kristall von Applied Logistics. Okay. Meine Güte, ist da was los hier. Ja, und jetzt schmeiß mich runter. Hier geht's zu. Lass mir doch mal meinen Frieden hier. In dieser Regenbogenwelt. Ah, sieht nach Hello Kitty aus. Wolltest du deine Hello Kitty-Zeit machen? Oder ist es einfach wenn nur... Wenn da so Mist ist, dann war das wahrscheinlich Zufall. Ja. Also Age 6 nehmen wir mal weg. Ich probiere das einfach mal mit den Ages. Age 8. Age 8.
schauen. Also auch viel Mist dabei bei den Welten. Also. Ja, ja. Aber Age 8 ist relativ flach. Höhe 65. Okay. Ach, und da habe ich diese Kristalle auch her gehabt. Jetzt sollten wir erstmal wieder den Punkt markieren, wo ich herkomme. Ah, wo komme ich her? Irgendwo hier war es, oder? Wo war es? Da war es, genau. Das markieren wir hier gleich mal. Hm? Waypoints. New Waypoint. Book to home. So. Aber ich glaube, ich habe auch... So. Du kommst mal schon wieder... Ja, komm her. Komm her, Bruder. Ich habe Zertus-Quarz gefunden. Oh, das ist gut. Nützt uns bloß im Moment. Komm nichts. Aber nicht. Genau. Du bist jetzt mal ruhig hier. So, weg. Oh. Ein Was Creeper. Ist? Ein Creeper hat einen anderen Creeper umgelegt. So. Oh, scheiße. Mir geht's nicht gut. Mir geht's nicht gut. Lass mich weg hier. Ich hab doch nur Hunger. Was machst du da schon wieder? Die wollen mich nicht weglassen. Geh mal weg hier. Weg, 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 weg. Du auch. Weg, 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 weg. Durch. So. Nein. Respawnen. Das ist aber nicht gut. Da war aber auch wieder irgendwas dabei. Huch, ich habe noch meinen Magneten an. Sowas Böses aber auch. Lass mich doch wenigstens. Bist du jetzt verhungert? Weil irgendein Mob irgendetwas auf mich draufgelassen hat, was mir nicht gut tut. Und ich hier einiges liegen habe, was ich gerne wieder hätte, sie es mir aber nicht gönnen würden. Ach, du machst Sachen. Ja. So. Rüstung anziehen, Schuhe anziehen, Helm anziehen. So. Jetzt können wir mal wieder reden hier. Was für Hilfe? Na, im Moment noch nicht. Ich komme noch zurecht. So. Ich sammle gerade mal meine Böbelchen ein. Werde dann gleich nochmal einen Happen essen, wenn der hier weg ist. So. Essen, Essen, hier. Ah, ich glaube, ich brauche auch gleich meinen Stab der Restauration, der wahrscheinlich in der Tasche ist, der noch am Death Point liegt. Gut. Weg. So. Lass mich das mal auf den Baum rauf. So. Okay. Dann können wir hier erstmal bitte die Ausrüstung checken. Was haben wir denn hier noch alles rumliegen? Das da hin. Was habe ich denn da eingesammelt? Copperohr. Okay. So, dann schicken wir mal ein bisschen was von unserer Beute schon mal nach Hause. Nicht in den Force Pack, sondern in. Wo ist er denn? Da ist er. Ich glaube, das hat auch ein bisschen was mit den Einstellungen zu tun, die sie jetzt ergeben aus Hangar Overhaul aus dem Update. Möglich, ja. Weil da hat sich ja auch ein bisschen was getan. Blue Saplings, okay. So. Das schicken wir auch mal heim. Das brauchen wir auch gerade nicht hier. Und das auch gerade nicht. Und das auch nicht. So. Dann nehmen wir uns aus unserem Force Pack den Rod of Restoration, genau. Ching, ching, ching. Und erledigt ist der Lack. Dann gucken wir mal auf Karte. Da hinten ist eine Schlucht. Okay.
Irgendwo muss das Zeug da sein, das gibt's dann gar nicht. Weil das Einzige, was ich hier jetzt andauernd finde, ist Amber Bearing. So. Alle weg. Alle brav. Gut. Gut. Und Appetit auch. Oh. Sein, dass wir einfach bloß auf der falschen Höhe suchen. Möchte ich nicht ganz ausschließen. 43. Plus minus. Ich bin noch auf 55. Oh, was ist denn hier alles? Kupfer. Ja, ich weiß, wir brauchen es nicht. Sponge. Licht. Apartheid. Also das Zeugs finde ich hier in Unmengen. Cinnabar. Force. Und es soll, wie du hast gelesen, es soll häufiger vorkommen, oder? Das stand in dem Buch drin. Okay. Relatively common gem. Okay. Nur Topaz. Ganz so common scheint das dann doch nicht zu sein, ne? Fire Infused Stone habe ich denn schon mal gescannt. Wenn ich schon mal hier bin. So, hier haben wir mal einen Thermometer, aber ich denke schon, dass ich den schon mal gescannt habe. Ja, habe ich. Aber guck jetzt mal, was da im Forum steht. Kann doch nicht sein, dass wir das Zeug nicht finden. Eigentlich nicht, ne? Kann ich mir fast nicht vorstellen. Oh, das war falsch, aber egal. Man sollte Apatite eigentlich anders abbauen. Na gut. So, was haben wir denn hier noch alles? Warum sagt denn keiner den Magneten abstellen? Mensch. Okay. Da haben wir was, was so ein bisschen in die Richtung aussieht. Das sind aber Saphire. Redstone-Ebene. Saphire. Du wolltest was sagen. Okay, scheinbar sind Topaz ein bisschen tiefer. Tiefer? Okay. Was heißt scheinbar tiefer? Geht ja nicht. Okay. At lower levels. I spent a while mining for it. Only to find tons once I went lower. Okay. Ach ja. Dann halt tiefer, ne? Hätte ich gesagt. Jo. Ist ja kein Thema. So, ich schick mal einfach mal alles, was ich hier noch so rumflacken habe, mal nach Hause. Den da können wir gleich wegschmeißen. Den interessiert keine alte Sau. Ich habe ein bisschen Schwamm gefunden. Schwamm hast du gefunden? Ja, Sponge.
Kennst du auch SpongeBob Schwammkopf, SpongeBob Schwammkopf, SpongeBob Schwammkopf? Okay, das ist scheinbar auf Level 10. Ich habe Tanzanite gefunden. Hattest du das schon mal? Woher kommt denn das jetzt, bitteschön? Tanzanit hatte ich, ja. Gut, ich schicke mal einfach mal alles. Glaube ich zumindest. Ah, nein, du bleibst hier. Ich wollte mal ein Force Restoration gerade aus Versehen nach Hause schicken. So. Level 10, sagtest du? Ja, ich bin jetzt auf Level 12. Muss ich noch tiefer? Irgendwie. Wo geht's denn hier mal. Wo geht's denn hier tiefer? Da geht's ein Stückchen tiefer und dann wieder nach oben. Super. Da ist wieder ein Freund. Zwei Freunde. Freunde! Irgendjemand hat da hinter mir seinen Spaß gehabt. Ein Perido gefunden. Das bringt uns aber auch nicht weiter. Nee. Ich habe das Gefühl, ich laufe im Kreis. Oh, da geht's tiefer. 28, 27. Da erwarten mich aber schon ein paar Freunde. Grüß Sie schön von mir. Sie haben noch kein Komitee gebildet, um mich zu begrüßen. Kommst du? Nein. Gut. Gibt es mir noch genügend Gelegenheit, mal kurz in meinen Rucksack zu gucken, den Bogen zu ziehen, die Pfeile zu ziehen. Machen wir mal so. Hier dahin, du dahin, dich dahin. Machen wir so. Besonders intelligent war der Zeitgenosse aber nicht. Naja, Massen finde ich davon aber nicht. Ja, hast du überhaupt schon welche gefunden? Nö. Okay. Wäre ich ja froh. Ich bin ja froh, dass ich so einen Force Rod dabei habe, mit dem ich mich wieder zurückbringen kann. Warte, was ist das denn hier? Saphir. Saphir? Nein. Saphir war doch nicht das Richtige, oder täusche ich mich jetzt da? Bin ich jetzt nein, nein. Topaz brauchen wir. Topaz, okay. Ach, Galena, oh. Mensch. Das ist Cracky. Jupp, aber ich kannte es nicht, weil da ein neues. Autsch. Weil es Bildchen bei war. Ah, okay. Das war jetzt wieder intelligent. So. Und hier? Wer schießt? Du. Ja, es finden wir wahrscheinlich wirklich nicht. Was ist das zu unten? Kann doch nicht sein. Das ist ja saublöd, sowas. Saphir. Schon wieder. Wer schreit? Schon wieder Saphir. Ich hier schon Strip Mine an.
Emeralds. Ich weiß, wir brauchen sie nicht. Das hier ist auch Emerald.